Was ist eigentlich die ideale Backtemperatur für die perfekte Pizza? Was ich vorwegnehmen kann, ist, höhere Temperaturen sind mega wichtig für die perfekte Pizza. Weil die höhere Temperatur bewirkt, dass du einen knusprigen, aber gleichzeitig luftigen Rand hast und Boden hast und einen saftigen Belag. Ein handelsüblicher Backofen kommt vielleicht auf sagen wir, Maximum 300 Grad. Idealerweise backst du aber die perfekte Pizza bei 350 bis 500 Grad. Und ich kann dir jetzt ein paar Tipps zeigen, wie du das trotzdem eine perfekte Pizza in deinem Backofen hinbringst. Ich empfehle euch, euer Geld entweder in einen Pizzaofen zu investieren oder wenn ihr nach wie vor einen Backofen machen wollt, dann zumindest einen Pizzastein zuzutun. Der Vorteil des Pizzasteins ist, dass der die Wärme mega gut speichert. Das heisst, ihr tut den in den Backofen rein, lasst den vorheizen bei maximaler Temperatur. Und wenn ihr dann mit der rohen Pizza da drauf geht, dann wird die auch von unten sehr knusprig, entzieht dem Teig die Feuchtigkeit und wird auch schön luftig am Rand. Die speziellere Variante wäre unser Pizzaofen. Und der grosse Vorteil von dem Pizzaofen ist natürlich, dass der Temperaturen von bis zu 500 Grad erreicht. Also wie in einer richtigen Pizzeria. Wenn du deine Pizza hier reinschiebst, die ist dann eine Minute, eineinhalb, dann ist die fertig. Ihr seht, es lohnt sich mega. Was für eine wunderschöne Pizza. Knusprigen Boden, knusprigen, aber gleichzeitig auch luftigen Rand.